Glaub an Österreich, so lautet jene Kampagne von Karl Nehammer und der ÖVP. Für die Herbstmonate wird man davon noch einiges lesen und angespielt wird hier natürlich auf ein berühmtes Zitat von Leopold Figl, das allerdings nicht ganz richtig wiedergegeben wurde. Denn Figl hat einst gesagt, glaubt an dieses Österreich, und die Geschichte seiner berühmten Weihnachtsansprache von 1945, die ist auch durchaus interessant. Figl war erst wenige Tage zuvor, am 20. Dezember 1945, zum ersten Kanzler der noch jungen Zweiten Republik hier erklärt worden, und in seiner Regierungserklärung hat er dann einen Tag später gesagt, es wird heuer leider kein Weihnachten sein, so wie wir es gerne haben möchten. Auf den Christbäumen, so wie wir welche haben, wird es ein schönes Päckchen voller Sorgen geben. Dann am 24. Dezember seine berühmte Weihnachtsrede, doch die Tonaufnahmen dazu, die sind verschwunden. Erst 20 Jahre später, Figl war damals schon schwer krank und Landeshauptmann von Niederösterreich, haben sich Regisseur Ernst Wolfram Mabo und der junge Journalist Hans Magenschab, später Pressesprecher von Thomas Klestil, dazu entschieden, diese Rede nochmals aufzuzeichnen. Magenschab hat dann aus seinen Erinnerungen heraus das Ganze rekonstruiert. Wir hören jetzt in diese berühmte Rede, die man bis heute natürlich kennt, nochmals rein. Ich kann euch zu Weihnachten nichts geben. Ich kann euch für den Christbaum, wenn ihr überhaupt einen habt, keine Kerzen geben. Kein Stück Brot, keine Kohle zum Heizen, kein Glas zum Einschneiden. Wir haben nichts. Ich kann euch nur bitten, glaubt an dieses Österreich. Ja, auf der Seite gedächtnisdeslandes.at ist davon die Rede, dass diese Rede nicht nur authentisch ist, sondern streng genommen sogar eine Fälschung, denn besteht sie aus den Erinnerungen eines anderen. Wir hören jetzt einmal rein, was der Historiker Stefan Kahner zu dieser berühmten Rede zu sagen hat. Und Figl hat es den Österreichern klar gesagt und jeder Österreicher hat es verstanden. Wir haben nichts, wir können euch nichts geben, aber glaubt an dieses Österreich. Und das war der Impetus für die Menschen, sie haben es verstanden. Wir müssen zusammenhalten, wir müssen auch in dieser schweren Zeit zusammenstehen und wir werden das Land aufbauen. Ja, soweit also der Historiker, und die Meinung zur aktuellen Kampagne von Nehammer gehen auseinander. Es gibt jene, die sagen, naja, es hat eigentlich sehr wenig mit damals zu tun. Die Republik 1945 war natürlich eine andere nach Ende des Zweiten Weltkrieges. Ich kann euch nichts mehr geben, ist hoffentlich auch nicht mehr das Motto. Andere sehen das Ganze positiver. Meinungsforscher Christoph Haselmeier beispielsweise sagt, Nehammer präsentiert sich als einer, der Stabilität in instabilen Zeiten vermittelt, als Normalo zwischen Extremen auf der Linken und der Rechten. Und auch der Politikexperte Thomas Hofer meint, Nehammer versucht händeringend Optimismus zu verbreiten. Die Initiative soll zeigen, wie großartig Österreich ist. Sie soll Hoffnung und Mut machen. Wie viel Hoffnung sie tatsächlich bei den Menschen auch macht, das wird man sehen.